Und herzlich willkommen. Und jetzt gleich zu Beginn noch einmal einen richtigen Applaus. Und zwar für den ersten Gast unserer heutigen Ausgabe der volkstümlichen Hitparade. Hier ist nämlich die Siegerin des Grand Prix der Volksmusik 1997. Hier ist Sandra Weiss. Na, war das jetzt ein Empfang, Sandra? Ganz Roberto toll. Blanco, Ottfried Fischer, die Gabi Albrecht, dann alle unsere Wettbewerbskandidaten und die Gäste der nächsten 60 Minuten, liebe Zuschauer. Ja, ab und an passiert es, dass Märchen wahr werden am 14. August. Da war sie bei uns in der volkstümlichen Hitparade und zwar mit dem Titel Herzenswünsche. Und zwei Wochen später im Hallenstadion in Zürich gingen dann die Wünsche in Erfüllung. Ja. Sie wurde Grand Prix-Siegerin, aber manchmal muss man sich schon ein bisschen zwicken, ob es stimmt, oder? Ja, man kann es kaum glauben. Das ist wirklich wahr. Also, wenn ich jeden Tag aufwache, dann muss ich schon überlegen, ist es jetzt Wirklichkeit oder nur ein Traum? Weil es ist ja nicht so, dass ich von heute auf morgen angefangen habe zu singen, sondern ich habe mit 9 Jahren begonnen und natürlich als Kind hegt man natürlich immer den Wunsch, irgendwann einmal auch hier im ZDF zu stehen und dabei zu sein und ja, jetzt ist der große Traum in Erfüllung gegangen. Und neben Roberto Blanco und Ottfried Fischer, sag mal, ja. Roberto, auch schon noch mal was gewonnen? Ja, es war im Ball des Sports in der Tombola. Du wirst es nicht glauben. Du wirst es nicht glauben. Tatsächlich. 10 Riesenpackung Bräunungsmittel. Ich hätte gerne ein bisschen was von seinen Mitteln. Ich möchte zwar nicht, dass noch einer so schwarz ist in Bayern wie er, aber die Farbe hätte ich gern. Also, wir freuen uns jetzt auf jeden Fall auf den Grand Prix-Siegertitel, nämlich Ich suche nicht das Paradies. Die mich mögen, hier gibt es Leid, doch auch viel Glück. Und müsste ich einmal von hier gehen, würde ich sagen, bringt mich bitte bald zurück. Ich suche nicht das Paradies, bin ja hier schon ganz zufrieden. Singen, lachen, lieben und bin mit etwas Glück niemals allein. Ich suche nicht das Paradies, ich lebe schon gern auf dieser Erde. Und wenn ich einmal älter werde, werde ich hier bestimmt noch immer glücklich sein. Ich suche nicht das Paradies.
Glück niemals allein. Ich suche nicht das Paradies, ich lebe zu gern auf dieser Erde. Und wenn ich einmal älter werde, werde ich hier bestimmt noch immer glücklich sein. Unsere Grand Prix-Siegerin 97, Sandra Weiß. Freundschaft, ein Thema in den nächsten 60 Minuten, liebe Zuschauer. Freundschaft, ein wunderbares Geschenk, aber natürlich auch eine dauernde Aufgabe. Echte Freunde, die Freude und Leid mit einem teilen, sind eigentlich die beste Voraussetzung für ein Paradies auf Erden. Ja, aber jetzt zu unserem Wettbewerb und den beginnen wir, wie die Sendung, mit einer Grand Prix-Siegerin. Gerade 18 Jahre alt geworden, blickt sie schon auf eine 14-jährige Karriere zurück. Eine bezaubernde Sängerin aus dem schönen Vogtland. Stefanie Hertel und immer wieder Sehnsucht. Schon
Sie, was ich bei den Herren der Schöpfung immer bewundert habe? Diese typischen Männerfreundschaften. Hm? So wie zum Beispiel bei Winnetou und Old Shatterhand, ja, die tollsten Abenteuer bestehen. Oder Hauser und Kinsle. Oder auch Laurel und Hardy, die ja durch dick und doof gehen. Aber wenn es dann mehr als zwei werden, dann wird es allerdings schon kritisch. Und wer zum Beispiel von einer Fußball-Bundesliga-Mannschaft verlangt, 11 Freunde müsst ihr sein, der beweist eigentlich nur einen grenzenlosen Optimismus. Aber mindestens so viel Optimismus wie ein Fußballtrainer muss ein Kapellmeister haben. Wilfried Rösch und die Original-Böhmischen sind schon seit über 10 Jahren zusammen. Und das sind immerhin 21 Mann und eine Frau. Aber vielleicht liegt ja darin das Geheimnis. Immer eine Frau dabei. Wie wär's, Bertie Vogts? Dann hätten Sie sicher auch viele schöne Erinnerungen. Und hier sind Sie, Wilfried Rösch und die Originalböhmischen. Schaustellerkinder, wie jetzt gerade beim Münchner Oktoberfest, oder die Zirkuskinder, die sind ja ganz besonders dicke Freunde und gehen gemeinsam, wie man so schön sagt, durch dick und dünn. Aber die sind ja auch immer miteinander unterwegs, gehen gemeinsam in die Zirkusschule, wohnen, spielen, trainieren miteinander. Genauso wie ihr zwei, nämlich Larissa und Melanie vom Zirkus Flickflack. Aber Larissa, dieser Flickflack-Zirkus ist ja ein ganz besonderer. Ja, weil er hat keine Tiere und es ist keine normale Manege mit Segelspäne, sondern eine Bühne mit Teppich und mehr Technik und Lasershow. Und also ein richtig spektakuläres Programm gibt's da. Ja. Wo gastiert ihr denn gerade? In Mainz. Und dann gehen wir nach Trier. Und dann nach Aschaffenburg. Na gut. Und dann nach Frankfurt. Das ist ja ein Riesenprogramm. Und ihr zwei seid dicke Freundinnen. Ja. Was macht ihr denn immer so zusammen?
Wir spielen Mini-Playbook-Show, wir tanzen, ganz viel machen wir zusammen. Macht ihr zusammen. Und wie alt bist du, Melanie? 8. 8 ist die Melanie und die Larissa? 10. 10. Und wie ist das jetzt mit der Schule? Ihr geht ja in diese Zirkusschule. Ja, und da gehen 8 Kinder hin und in 7 verschiedenen Klassen. Aha, das heißt also, in der Schule gibt es überhaupt nur 8 Kinder? Ja. Mhm. Und sind die dann zusammen in diesem Unterricht? Ist das also dann alles, findet das alles im Zirkuswagen statt, ne? Ja. 8 Kinder sind dort. Aber ich meine, bei so wenig Kindern, da müsst ihr ja nicht so viele Stunden absitzen, oder? Nein, nur 3 Stunden. Nur 3 Stunden? Oh weia, wenn sich das jetzt rumspricht, dann wollen morgen alle Kinder zum Zirkus. Na? Und sag mir, ihr seid ja nun Artistenkinder. Was wollt ihr denn mal werden? Also auf jeden Fall beim Zirkus bleiben, aber was ich da mache, weiß ich noch nicht genau. Und die Melanie, ist die denn überhaupt schon mal aufgetreten? Nein. Nein. Aber du hast es schwer vor. Und du hast mir versprochen, du würdest heute zum ersten Mal das zeigen, was du schon gelernt hast. Das ist sozusagen eine Premiere für Melanie, von Larissa natürlich ein bisschen unterstützt. Und zeigt ihr uns was? Ja. Okay, also dann auf die Matte. Larissa und Melanie vom Zirkus Flickflack. Und jetzt geht's gleich wieder weiter in unserem Wettbewerb. Jetzt kommen nämlich Claudia und Amanda. Und die beiden, die sind in Slowenien geboren, in Reutlingen aufgewachsen. Und in den Weihnachtsferien sind sie aber immer zur Großmutter gefahren. Und die meinte, im Sommer sind die zwei in Deutschland und im Winter ziehen sie gen Süden. Sie sind wie die Schwalben. Und schon hatten sie den Namen weg. Und hier sind sie, die Schwalben mit ihrem Titel, Was von Herzen kommt. Was von Herzen kommt, bis ins Herz hinein. Wer die Augen schließt, legt die Träume ein. Wer ein Lächeln zeigt, bleibt nicht lang allein. Was von Herzen kommt, findet ihr. Die Blumen, wenn sie blühen, isst den Apfel, wenn er schmeckt. Lass die Sterne nicht verglühen, wofür hast du sie entdeckt? Nimm dir Zeit für schöne Stunden, schieb die Sorge noch mal auf. Manchmal wird das Glück gefunden, aber nie in vollem Lauf. Was von Herzen kommt, bringt ins Herz hinein. Wer die Augen schließt, lädt die Träume ein. Wer ein Lächeln sagt, bleibt nicht lang allein. Was von Herzen kommt, bringt ins Herz hinein. Wenn du freundlich bist, voller Sonnenschein, jeden Tag genießt, soll willkommen sein. Wenn du fröhlich bist, spürst du's von allein. Was von Herzen kommt, Wind ins Herz hinein. Sag die Worte, wenn sie trösten, in den Tränen ihren Schmerz. Viele Dinge kannst du lösen, wenn du sie erst mal bemerkst. Folge immer den Gefühlen, der Verstand reicht oft nicht aus. Lädt die Träume ein. Wer ein Lächeln zeigt, bleibt nicht lang allein.
der Sonnenschein. Jeden Tag genießt, sollst willkommen sein. Wenn du fröhlich bist, spürst du von allein, was von Herzen kommt, bind ins Herz hinein. Julius Caesar soll einst den Ausspruch getan haben, lasst wohlbeleibte Männer um mich sein. Er war wohl der Meinung, dass ein paar Pfunde mehr den Menschen ja, ausgeglichener und friedlicher machen. Ob das stimmt? Na, fragen wir doch am besten einen Experten. Herzlich willkommen, Ottfried Fischer. Ich muss noch ganz schnell was sagen. Ich weiß, dass der Schneider vom Ottfried Fischer gesagt hat, er hat so wunderschöne lange Beine. Ja. Stimmt, wir setzen uns. Aber ich hab dann gesagt, man sieht's leider nicht. Doch. Im Sitzen. Ottfried, haben Sie eigentlich sowas wie eine Erfolgszahl, eine Lieblingszahl? Etwas, wo Sie sagen, ja, die hat etwas auf sich. Also zum Beispiel, wie viel Maß Bier oder so? Ja, ja, da kommt es darauf an, ob das eben immer die Lieblingszahl sein muss. Zum Beispiel, wann sind Sie geboren? 7. November. Na, bitteschön, die 7. Kommt doch hier mit dem Maß, oder? Leicht. Und dann zum Beispiel 1977, Start der großen Karriere als Kabarettist. Stimmt? Ja, war das 77, das stimmt, ja. Okay, haben wir schon. Wieder zwei Sinder. Was ich hier alles erfahre. Ja. Weiter, 1987. Dieses spektakuläre Telefonat mit der Stimme von Franz Josef Strauß, Ottfried Fischer, genau. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die an diese Form der Entspannung glauben, sind selben, die am Bindfaden den Fernrohr für einen Silberstreifen am Horizont halten. Aber damals ging es weiter. Mit dieser Stimme lud Ottfried Fischer nämlich den Bundespräsidenten von Österreich, Waldheim, zur Wiesn ein, also auf das Oktoberfest. Genau. Und er kam? Nein, er kam nicht, aber er... Weil er hat es dann gelesen in der Zeitung, dieses Telefonat. Ich habe 20 Minuten mit ihm telefoniert und ich habe ihn angerufen und gesagt, grüße Gott, Dr. Waldheim, hier ist Franz Josef Strauß. Und er sagt, Herr Ministerpräsident, eine Freude, Ihre Stimme zu hören. Und dann haben wir uns 20 Minuten unterhalten, wie es unter Politikern so üblich ist, über weltpolitische Probleme, über nachbarschaftliche Probleme. Und es war ein abgeklärtes Gespräch zwischen befreundeten Staatsmännern. Und da habe ich ihn aufs Oktoberfest eingeladen und gesagt, im Oktober, hat er gesagt. Und dann 1997? 97... Ist jetzt? Ja. Erfolgstümliche Hitparade. Ach, wie schön. Das freut mich natürlich, dass dieses Ereignis jetzt Ihnen gleich einfällt. 1997 bekamen Sie eine bezaubernde zweite Tochter. Das stimmt nicht. Das war doch am 21. Dezember 96. Ehrlich? Ja. Dann ist das in der Bio falsch drin. Oder schwindeln Sie jetzt? War das nein, nein. 96? Oder also, wissen wir Sie haben jetzt 97. Es war 21. Dezember 96, es war 3 Tage vor Weihnachten. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, ob sie erst 97 nach Hause gekommen ist. Na, so lange wollte ich nicht. Also wie auch. Das sieht man dann mal, was so in die Bios alles drinsteht. Ja. Aber auf jeden Fall, eine stimmt. Der Ottfried Fischer kommt aus Ornatsöd. Das stimmt. Das ist ein kleiner Ort in Niederbayern im Bayerischen Wald. Ein Einödhof heißt so viel wie Einödsöd, Ornatsöd. Aha. Und gibt es da berühmte Musikkapellen? Ich hab mal, das werden wir ja nachher feststellen. Da werden wir ja noch ein bisschen drüber reden. Denn vom Bayerischen Wald kommen wir jetzt auf jeden Fall ins Zillertal. Und da gibt es eine Musikkapelle, eine Musikgruppe nach der anderen. Das, also ich weiß nicht, mehr das als bei uns im Bayerischen Wald, ja. Also zumindest in Ornatsöd vielleicht. Ja, bei uns gibt es Plattenspieler, die wir geben. Ja, gibt es halt auch noch. Aber im Zillertal, ja. Also da gibt es Vollblutmusiker von Strass bis Meierhofen. Und die Meierhofener, die sind heute bei uns. Und die gehen jetzt in den Wettbewerb. Und zwar mit einem wunderschönen Sonntagsjodler. Was ist mein Mörder? Die Sonntagsuhr schleicht sie ums Haus. Und über den Kogel hört sie schon jodeln. Es klingt ihr Lied ins Land hinaus. Die alten Berge, als schwimmert nur.
beten muss das Sonntagsjohla sein. Ja. Schaut hinaus in die alte Zeit, im edlen Anblick der jungen Freuden, zorn mir den Hauch von Ewigkeit. Und alle Welt stimmt dankbar mit dir ein. Jetzt muss das Sonntagsjohr. In Freunden sucht man das, was man selbst nicht hat. Das heißt, der Ottfried Fischer kann nicht jodeln. Nein, also außer wenn ich ein Bild aufhänge oder sowas. Ja, das hat dann tiefere Gründe. Also, zack. Aber Sie wollten einmal, und darüber freue ich mich natürlich sehr, zum Thema Freundschaft mit einem Ihrer besten Freunde in der volkstümlichen Hitparade auftreten. Und er ist heute Abend bei uns, nämlich Sepp Wiesmann. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie Sie sich kennengelernt haben. Ja, Sepp, eigentlich waren wir uns am Rande von Dreharbeiten von Bullen von Tölz, haben wir uns mit Benedikt Bayern in einem Biergarten, wenn Sie das gehört, haben wir uns eigentlich das erste Mal bewusst gesehen. Er hat inzwischen auch beim Bullen mitgespielt. Wir sind dann einmal miteinander in Urlaub gefahren nach Arabien, nach Katar, genauer gesagt, zu einem befreundeten Hotelier von dem Gerhard Foltin, das ist ein Garmischer, der hat unten das Hotel. Und da hat er mit der Gitarre als Araber die Menschen erfreut. Aha. In einem weißen Gewande. Ah, nicht im bayerischen Trachtgelock. Ja, dann drunter, unter dem Wüstensohngehabe hat er das bayerische gehabt. Also richtig verkleidet. Und was gefällt Ihnen jetzt ganz besonders gut an der Musik, am Gesang? Also ich habe bis jetzt, bis ich den Sepp kennengelernt habe, muss ich sagen, habe ich immer gemeint, dass Jodeln wäre so ein spezielles Weinen, Kropf tragen der Oberbayern. Also, und das habe ich nie ein Gefühl dafür gehabt. Und dann habe ich das erste Mal auf einmal einen Sepp jodeln gehört und der Sepp kann etwas, meiner Ansicht nach, und deswegen bin ich auch sehr gerne mit ihm hergekommen. Der Sepp kann jodeln, dass es einem direkt ins Herz hineingeht und da Wasser in der Taugen, wenn man so schön sagt. Wir waren in Arabien auf einer Dau und da haben wir eine kleine Session gemacht mit dem Sepp und da sind also diese arabische Bootsbesatzung, der Hotelstaff und die ganzen Gäste, die waren total gerührt teilweise oder fasziniert über diese Art des Jodelns, wie er das macht. Und ja, ich habe mal schon bei mir in der Sendung gehabt, im Ort des Schlachthof am Rand, das ist der Bayerische Rundfunk, muss man mal sagen. Und auch das war eine sehr feine Sache. Ich finde, der Sepp ist einer, der muss und der bleibt mit seinem Jodeln. Und das ist ja eine so dicke Freundschaft und darum seid ihr heute Abend auch da und da gibt es dann auch ein Lieblingslied vom Ottfried Fischer und das ist jetzt sozusagen eine kleine Einlage außer Konkurrenz natürlich, liebe Zuschauer, und da hören wir jetzt was. Ja, also ich habe vom Sepp dutzende Lieblingslieder, aber ich habe mich jetzt für eins entschieden, also ihr tut so ein bisschen leid, dass ihr die anderen nicht kennt, aber für das Disco-Lied. Also bitteschön. Backen wir's. Macht's hier mit ein bisschen, backen wir's. Jetzt wird's Zeit, dass die Stimmung steigt. Leider heim ich die Bose lieb. Ich such ein Inserat, ist mir ein Tipp im Dach. Schon hab ich's gefunden, ja, ich möcht tanzen gehen.
Ich schmeiß mir in mein Quang, mein Madel bei der Hand. Ja, das wird heut wunderschön. Von weitem höre ich schon, das ist ein Bariton. In meine Füße, da juckt's mich schon. Heut geh ich nicht in die Disco, heut will ich was anderes hören. Heut geh ich nicht in die Disco, ich will heut einen Jodler hören. Jodlala, di, ho, di, ho, di, ho, di, ho, di. Dankeschön. Das war der Sepp Wiesmann mit dem Disco-Jodler, aber außer Konkurrenz. Ottfried, ganz schnell, Freundschaft, was bedeutet das für Sie? Ja, dass man sich mal, wenn auch kritisch, aufeinander verlassen kann. Das ist das Allerwichtigste. Und ich sage jetzt ein ganz herzliches Dankeschön mit einem kleinen Pschortürchen für, oh Gott, mit einem ganz kleinen Schrei für den Ottfried Fischer. Bitteschön. Oh, das ist ein Dankeschön. Und ein Dankeschön. Gerecht hat dieser Mann. Dankeschön, Ottfried. Vielen Dank, Sepp. Alles Gute. Danke dir. Und weiterhin so eine gute Freundschaft. Bei uns geht es jetzt wieder weiter mit dem Wettbewerb. Und zwar, weil wir gerade bei der Freundschaft sind. Ich meine, oft ist es so, dass man ganz dicke Freunde hat in der Schulzeit, in der Jugend. Und dann verliert man sich aus den Augen. Und viele Jahre später, da trifft man sich dann wieder. Und dann bleibt es nicht aus, dass man sagt, denkst du noch an früher? Und dieses Lied hören wir jetzt von einem Interpreten aus dem Tegernseer Tal. Passen Sie gut auf den Text auf. Es ist wunderschön gesungen von Wolfgang Herrmann. Was du uns früher war, wo wir noch Kinder waren, denkst du noch an früher dran, wo unsere Wurzeln sahen? Noch wie früher, dass wir zwei unsterblich sind. Lauscht du noch wie ich den Bäumen Macht im Wind. Nur die Zeit weiß, wie es dir ergangen ist. Wie oft hab ich mich gefragt, wo du geblieben. Der Vergangenheit, in der du und ich unser Morgen schworen, wir lieben uns für alle Zeit. Denkst du noch an früher, an da war es als die Kinder waren? Denkst du noch an früher, wann? Eines Tages dann war es für uns zwei so weit. Du gingst einfach fort in ein fremdes Land. Ich habe dich nie mehr gesehen. Ich blieb ganz allein mit unserem Jugendtraum. Ich musste ganz allein bestehen. Denkst du noch an früher, an damals, als wir Kinder waren? Denkst du noch an früher, wann wo unsere Wurzeln sahen?
an damals denkst du manchmal auch an mich. Ich will damit sagen, dass ich dich vermiss. Das hat mir natürlich jetzt keine Ruhe lassen mit diesem 1997, wann dem Ottfried Fischer seine zweite Tochter geboren wurde. Weil in allen Einschlägen Bio steht 1997. Das habe ich bei der Frau Fischer zu Hause angerufen. Der Ottfried hat recht, das Kind kam im Dezember 96 zur Welt. Wäre ja auch noch schöner gewesen, wenn er es nicht gewusst hätte. Aber trotzdem, weiter, jetzt will ich einfach mal von diesem jungen Mann wissen, weil wir ja heute bei der Freundschaft sind. Sagen Sie mal, apropos Freundschaft. Sie haben doch einen guten Freund, oder? Ich habe einen guten Freund, ja. Würden Sie, wenn er in Urlaub geht, 4 Wochen seinen Kanarienvogel übernehmen? Ach, so ein kleines, possierliches Tierchen bestimmt, klar, natürlich. Ja, gut. Und würden Sie ihm auch Ihr Auto für die Urlaubsreise geben? Auch meinen alten Wagen, klar, natürlich. Auch. Und wenn er Sie jetzt bitten würde und sagt, pass mal auf, kannst du mir deine Freundin auch mit in den Urlaub geben? Nee, jetzt reicht's. Nee, das ist übertrieben. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, eine echte Freundschaft ist totales Vertrauen. Naja, das hat in Grenzen. Aha, also gut, doch jetzt auf mit dem Vertrauen. Ich auch, auf alle Fälle. Also es war jetzt so nett, Sie haben hier wirklich Rede und Antwort gestanden und da sage ich jetzt Dankeschön. Und zwar mit unserem neuesten Doppelalbum, liebe Zuschauer. Vielleicht merken Sie sich das Datum schon vor. 2. Oktober, heute in einer Woche. So schön ist unser Deutschland. Da machen wir eine wunderschöne Reise durch unsere Heimat. Und dazu gibt es jetzt schon die Musik. Also zweimal eine Doppel-CD oder MC mit herrlichen Stimmen, mit traditioneller und volkstümlicher Musik. 2. Oktober. Und ich sage ein herzliches Dankeschön. Ich auch, danke sehr. Und grüßen Sie mir den netten Freund. Das mache ich, ja. Ja? Mhm. So, Freundschaft und Liebe ist natürlich auch das Thema von unserem nächsten Interpreten. Und wenn Sie ihn sehen, er ist nicht nur ein fescher Bursche, er ist auch ein Frauenschwarm, dann wissen Sie sofort, der kennt sich in sowas aus. Und der Ort seiner neuen Liebe, die schönen Tiroler Berge. Herzlich willkommen, Hans.
ja so ein guter Freund, der ist halt immer zur Stelle, wenn man ihn braucht, hört sich all die Sorgen an, lächelt einen dann auch, wenn es einem gar nicht danach zumute ist. Nadine, du hast uns heute deinen besten Freund mitgebracht und das finde ich ganz lieb. Der schnuppert rum. Sag mal, wie heißt er oder sie denn? DJ. 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 Klingt ein bisschen männlich, ne? Ja. Also müssen wir aufpassen. Ist aber ein Weiberl. Und wie alt? 6 Monate. Und was ist das für eine Rasse? Ein Zwergkaninchen. Ein Zwergkaninchen. Und gehst du jetzt mit dem in der Wohnung ein bisschen spazieren? Ich meine, hupft der da rum, ja, oder darf er auch mal in der Wohnung darf er rumlaufen und auch manchmal draußen an der Leine. An der Leine? Ja. Haben Sie schon jemals einen Hasen an der Leine gesehen? Ich auch nicht. Aber das mag er. Ja. Und was frisst er dann? Alles so ein bisschen Gras oder? Ja. Gurke am liebsten. Was frisst er am liebsten? Gurke. Gurke. Ich bin völlig auf gelbe Rübe eingestellt. Also, hier habe ich Marzipan-gelbe Rübe mitgebracht. Und Digi, die halt, die, ob du die ausnahmsweise fressen würdest. Sag mal, macht er dir eigentlich mal auch so ab und zu ein bisschen Sorgen, Kummer? Nee, eigentlich nicht. Also, ich kann ihm immer alles sagen und er verplappert sich nie. Sehr gut. Was kann denn Besseres passieren als ein Freund, der immer still ist und die Klappe hält? Na? Nadine, alles Liebe und Gute und Digi auch. So, also, der schaut ja wirklich zum Fressen aus. Nein, nicht zum Fressen, um Gottes Willen. Nein, das dürfen wir nicht sagen. Ich meine zum Fressen, süß, das sagt man so im Bayerischen, gell? Und damit kommen wir gleich zu unserem nächsten Wettbewerbskandidaten. Ein ganz reizendes junges Ehepaar, nämlich Dagmar und Manfred sind jetzt an der Reihe. Das Duo Herzklang, mach dir keine Sorgen. Hast du heute schon mal gelacht? Warst du heute schon glücklich? Ich hab so ein Gefühl, dein Herz weint vor Einsamkeit. Alles geht bei dir grad schief, du denkst, keiner liebt dich. Und es liegt die Zärtlichkeit tausend Träume bei. Oh, oh, alles wird bald schon wieder gut. Über Nacht kommt ein neuer Morgen und dein Herz findet wieder Mut. Oh, 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 komm, mach dir keine Sorgen. Deinen Traum kannst du nie verlieren. Und im Licht einer neuen Liebe kommt das Glück auch zurück zu dir. Wer glaubst, gehen sie in Erfüllung. Nur wenn du dem Glück vertraust, kommt es auf dich zu. Nur wenn du Gefühle zeigst, findest du die Liebe. Deine Träume sind das Ziel und der Weg ist du. Alles wird bald schon wieder gut. Über Nacht kommt ein neuer Morgen und dein Herz findet wieder Mut. Oh, 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 komm, mach dir keine Sorgen. Deinen Traum kannst du nie verlieren. Und im Licht einer neuen Liebe kommt das Glück auch zurück zu dir.
7 Kandidaten sind freundschaftlich und fair in diesen Wettbewerb gegangen und wollen jetzt gewinnen. Wer das sein wird, das entscheiden Sie, liebe Zuschauer. Wir werden Ihnen natürlich alle Titel noch einmal in umgekehrter Reihenfolge präsentieren, damit Sie sich entscheiden können, wer bekommt meine Stimme. Notieren Sie sich bitte die Nummer Ihres Favoriten. Oh, oh, komm, mach dir keine Sorgen, alles wird bald schon wieder gut. Über Nacht kommt ein neuer Morgen. Noch am frühen Abend, da war ich als wie Kinderheim. Denkst du noch an frühe Brand, unsere Wurzeln sein? Ja, das ist uns Jonas. Ja, das ist uns Jonas. Ja, also bei diesem Angebot ist es wirklich schwer. Wem gibt man die Stimme? Also ich möchte es nicht in Ihre Haut stecken, aber gespannt sind wir. Bitte hängen Sie die Nummer Ihres Favoriten an unsere TED-Telefonnummer an. 013700. Die Leitungen sind freigeschaltet. Wir erwarten Ihre Anrufe und da hinten, da beginnt natürlich jetzt die Zeit des Herzklopfens, der Spannung. Und werden Sie noch überlegen, uns anrufen, freuen wir uns auf die Siegerin unserer volkstümlichen Hitparade vom August. Und ich möchte gleich an dieser Stelle ihr alle guten Wünsche sagen. Sie hat sich nämlich ihr Haxel richtig verknackselt. Also sie hat sich ihr Bein wirklich böse verstaucht, was sie aber nicht gehindert hat, heute zu uns zu kommen. Und jetzt bedankt sie sich auch gleich bei allerhöchster Stelle. Nämlich Gott sei Dank. Und hier ist sie, Gabi Albrecht. Manchmal nehmen wir das Glück zu selbstverständlich hin. Gleiten durch die Tage, fragen nicht mehr nach dem Sinn. Doch vielleicht schaut wer von oben zu, was wir hier unten träumen, denken, sagen, fühlen und tun. Dann glaub ich, dass wir nur ein Blatt im des Lebens sind. Gott sei Dank für jeden Tag, den das Leben uns noch schenkt. Gott sei Dank für jede Stunde, wo ein Freund noch an uns denkt. Gott sei Dank für jede Nacht, die uns heilt. Gott sei Dank für den kleinen Schmerz und das Flimmern im Herz, wenn wir glücklich sind. Wir leben manchmal einfach vor uns hin, du und ich. Sehen viele Dinge, doch den tiefen Sinn sehen wir nicht. So viele Wunder, die es für uns gibt auf der Welt.
Welt. Wir merken oft erst, wie schön es war, wenn uns die Schönheit fehlt. Sei Dank für all die Zeit und für jede Kleinigkeit und dass einer immer da ist, uns ganz nah ist. Gott sei Dank für jeden Tag, den das Leben uns noch schenkt. Gott sei Dank für jede Stunde, wo ein Freund noch an uns denkt. Gott sei Dank einen Morgen bringt. Gott sei Dank für den kleinen Schmerz und das Flimmern im Herz, wenn wir glücklich sind. Gott sei Dank für den kleinen Schmerz und das Flimmern im Herz, wenn wir glücklich sind. Herzlichen Dank, Gabi Albrecht, und gute Besserung. Ja, unser nächster Gast, liebe Zuschauer, ist ein berühmter Entertainer, aber er ist auch, was ich weiß, ein ganz begeisterter Oktoberfest-Fan. Und darum freue ich mich besonders, dass er heute der Wiesn ferngeblieben ist, um zu uns zu kommen. Herzlich willkommen, Roberto Blanco. Danke, das finde ich aber schön. Dankeschön, so. Roberto. Mein erstes Wiesnherz heuer. Und so ein großes Dankeschön. Finde ich ganz prima. Freue mich. Aber weißt du was? Was? Man schreibt mich ohne E. Oh. Es ist so, ehrlich gesagt, ich habe das vor 2 Jahren bestellt für die Prinzessin von Monaco. Und sie hat das bei mir noch nie abgeholt. Also ich vermute, sie wird ihre Gründe dafür haben. Aber trotzdem, Roberto, ich freue mich, dass du da bist. Ich finde es schön. Ehrlich zu sagen, also es gibt 2 Gründe, warum ich noch nicht auf der Wiese war. Gestern war ich bei Compact Grand Slam Tennis Turnier und habe Boris Becker gesehen. Und dann ist er gleich ausgeschieden, ne? Ja, leider, leider. Und der 2. Grund, weil ich bei Caroline ohne E sein wollte. Danke, Robert. Sag mal, du bist ja in Tunis geboren, ja, aber eigentlich mit Leib und Seele doch Kubaner. Also ehrlich gesagt, ich bin so gesagt wie ein kleiner Obstsalätchen. Geboren in Tunesien, aufgewachsen im Libanon, Ägypten, Italien, Spanien, älter Kubaner und seit 71 bin ich Bayer. Also, das ist natürlich schon ein Weilchen. Dann kennst du das Temperament der Bayern. Aber gibt es da eigentlich Gemeinsamkeiten zwischen den Südamerikanern und den Süddeutschen? Sehr viele. Musik, also Fröhlichkeit, also Charme. Nein, es rockt er aber wieder auf. Charme und Herzlichkeit. Das ist es so. Dankeschön. Und jetzt, weißt du was, freuen wir uns auf einen deiner ganz großen Hits. Ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Genau. Und Sie hier im Studio werden gleich merken, Roberto hat für sein Publikum ein Herz. Jawohl. Ein bisschen Spaß muss sein. Wir sagen
viel zu schnell. Noch ein Glas und einen Kuss. Ja, und dann ist noch lange nicht Schluss. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen. So soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, und jetzt wird es aber ernst, denn jetzt rufe ich Mainz einen schönen guten Abend. Lieber Herr Denninger, haben Sie und Ihr Freund Ted das Ergebnis schon vorliegen? Ja, wir haben das Ergebnis. Es kann gleich losgehen. Wir sind gespannt. Also auf, no, das ist ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn das so weitergeht. Nein, es heben sich ein paar ab. Und jetzt, oh, da ziehen aber zwei ab. So, auf Platz 3 bitte. Du Herzklang, herzlichen Glückwunsch an Dagmar und Manfred. Und Platz 2 belegen Hansi Hinterseher. Herzlichen Glückwunsch, Hansi. Amigo. Und die Nummer 1. Wer ist der Sieger? Stefanie Herpel. Stefanie, herzlichen Glückwunsch. Danke. Vielen Dank. Danke. Stefanie, wir feiern noch, aber wir müssen uns leider schon verabschieden von Ihnen, liebe Zuschauer. Wir sehen uns nächste Woche. Bitte nicht vergessen, 2. Oktober, 20.15 Uhr im ZDF, wenn wir eine wunderschöne Reise machen durch unser Deutschland. So schön ist unser Deutschland. Bis dahin alles Gute und noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.